Ja, dann sage ich mal, willkommen zum Ubuntu-Foren-Vortrag. Ich hatte gerade schon mal was zu Snappy Ubuntu erzählt. Das ist jetzt mein zweiter Vortrag direkt auch im Anschluss. Mein Name ist Sujivan, der steht auch da. Falls ihr nicht wisst, wie es ausgesprochen wird, steht da extra noch meine Lautschrift. Ansonsten bin ich immer dessen Name, oder er oder du bin ich auch häufig, oder halt er, dessen Name nicht genannt wird. Also, es soll jetzt nicht um mich gehen, sondern um Ubuntu Phone. Ich habe jetzt genau zwei Telefone hier in meiner Hand. Einmal das BQ Aquaris E4.5, also das erste Ubuntu Phone, und auch das billigste vom Preis her. Und dann noch das Meizu MX4, ebenfalls mit Ubuntu natürlich, was wiederum das teuerste ist. Also ich habe zwei von drei Telefonen. Kurz zum Inhaltsverzeichnis. Zunächst gehe ich mehr so auf oder ich frage erstmal nochmal eine andere Frage. Wer hat hier denn alles in Ubuntu Phone? Eins, zwei, drei, vier. Ja, ein paar Leute haben wir hier. Gut, für die meisten, für euch wird es dann wahrscheinlich nicht viel Neues dabei sein, für die anderen wahrscheinlich schon. Zunächst gehe ich erstmal so auf die Bedienkonzepte, also auf die Bedienung und die Konzepte von Ubuntu Phone ein. Also wo jetzt die Konzepte genau von Ubuntu Phone sind, warum man jetzt gerade das gemacht hat, obwohl sie sich jetzt von anderen Betriebssystemen auf dem Smartphone unterscheiden. Danach eher kurz auf die Geräte, die verfügbar sind. Zwei habe ich ja hier, das dritte werde ich auch noch kurz nennen. Dann gehe ich mehr auf die technischeren Sachen ein, eben wie der Systemaufbau ist, wie man Apps oder die sogenannten Scopes noch programmiert. Aber wobei nur kurz, also was sind jetzt die technischen Aspekte? Und dann gehe ich mehr so auf zukünftige Sachen ein. So, jetzt habe ich hier eine Folie scheinbar vergessen. Und zwar kurz zu meiner Person noch. Ich selbst komme aus Castrop-Rauxel, aus der Nähe aus Dortmund. Bin Softwareentwickler, bin kein Canonical-Mitarbeiter, sondern nur aktives Ubuntu-Community-Mitglied im deutschsprachigen Raum vor allem. Bin da seit 5 Jahren vor allem bei Ubuntu Users aktiv. Also wenn ihr da zum Beispiel Artikel liest, die sind dann teilweise von mir. Und ich gehöre zu dieser Gruppe namens Ubuntu Phone Insider. Die kriegen sowohl Telefone, also die beiden Telefone, die ich hier habe, die habe ich zum Beispiel nicht gekauft. Die habe ich von Canonical bekommen. Und also gehört zu dieser Gruppe, wo dann irgendwie so, ich glaube, 30 Leute ungefähr mittlerweile drin sind, die dann sowohl die Telefone frühzeitig kriegen, als auch Informationen, wie jetzt ein neues Release ansteht oder sowas halt. Und das hat einen ganz natürlichen Vorteil. Dadurch weiß ich ein paar Informationen mehr, die zum Beispiel nicht so ganz öffentlich bekannt sind und kriegt die halt auch früher. So, ich versuche jetzt, wenn das soweit gut klappt, das als Art Livestream vom Handy zu zeigen. Ich glaube aber, das könnte jetzt ein bisschen laggen. Mal gucken, wie lange es jetzt dauert. Es ist aber besser als nichts. Genau. Also auf die Bedienung und Konzepte vor allem zunächst erstmal. Das ganze System ist eigentlich mehr darauf ausgelegt, dass es gestenbasiert ist. Ich versuche das jetzt so erklären, weil alles zeigen kann ich jetzt. Die Gesten kann man ja so eher schlecht zeigen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von links eine Wischgeste ausführt, dann öffnet sich die Unity Launcher Leiste, die ihr gleich sehen solltet. Da. Die ist soweit komplett global verfügbar. Also in jeder Anwendung, die man drin ist, wenn man von links reinwischt, dann kommt man eben erreicht man halt diesen Schnellstartleister, um alle Unity, also um alle Apps starten, nicht alle Apps starten zu können, sondern die Favoriten starten zu können. So, der Unterschied ist auch noch, wenn man jetzt einmal komplett durchzieht, einmal über den Bildschirm streicht, man ist in irgendeiner App drin, dann wechselt er automatisch zu den Scopes, die verfügbar sind. Das war die linke Seite. Wenn man jetzt von rechts wischt, jetzt müsst ihr wieder ein paar Sekunden warten, dann sieht man hier den App-Switcher, um zwischen Apps zu wechseln. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit Android vergleicht, dann drückt man erstmal diesen einen Button und dann hat man alle Anwendungen drin und dann wechselt man. Der Vorteil hier ist eben, man kann
Erinnert ein bisschen an Windows Vista damals noch, wo dann dieser 3D-Effekt drin ist, um dann halt zwischen den Anwendungen zu wechseln. Jetzt kann ich hier zum Beispiel auf die Terminal-App gedrückt, die jetzt gleich erscheinen sollte, die man in der kleinen Schrift halt irgendwie noch erkennen kann. Was halt eben auch noch praktisch ist, dass halt einmal, wenn man einen langen Wischgeste macht, also wenn man einmal so durchzieht. Was halt auch noch geht, ist, man macht einfach noch einen kurzen Wisch zwischen zwei Apps. Dann wechselt man eben nur zwischen zwei Apps. Das ist ziemlich einfach im Vergleich, weil macht halt nur eine Wischgeste und dann hat man sofort schon die App, die man haben möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel in irgendeiner was liest und in einer möchte man Notizen machen oder sowas, da kann man da schnell drüber wechseln und dann sieht man was. Jetzt habe ich einfach mal die Kamera geöffnet. Jetzt mache ich ein bisschen Nackengymnastik für euch. Genau, das war die rechte Geste, um halt zwischen den Anwendungen zu wechseln, entweder zwischen allen oder halt zwischen zwei direkt. Vorteil ist auch noch, die obere Geste hat, also jede Kante hat eine Geste, die obere eben auch. Wenn ich jetzt von oben hier runterziehe, dann kommt man zum Beispiel auf allen, habe ich hier zum Beispiel die Netzwerke runtergezogen, so dass ich da auf die Indicator-Leiste halt eben genau das Objekt andrücke, was man jetzt haben möchte. Wenn ich jetzt die Netzwerke haben möchte, ziehe ich genau mit dem Finger von den Netzwerken runter und habe direkt die verfügbaren WLAN-Netze. Wenn ich zum Beispiel die Zeit und Datum runterziehe, dann kommt man direkt auf die Ansicht, um eben die, wo zum Beispiel Kalendereinträge oder sowas stehen, wenn ich jetzt welche hätte. Vorteil ist auch, man kann jetzt einfach, wenn man das so leicht angezogen hat, rechts und links wischen und dann kommt man ziemlich schnell und ziemlich einfach, kann man dann zwischen den einzelnen Menüpunkten wechseln. Das geht deutlich schneller, um zum Beispiel mit dem WLAN-Netz zu verbinden oder irgendwelche Einstellungen zu ändern auf Ubuntu Phone, als wenn man das zum Beispiel auf Android machen müsste, wenn man da viel mehr klicken und drücken müsste. Genau, jetzt hatten wir die Geste von links und von rechts und von oben. Die waren alles globale Gesten. Einen Unterschied macht die Geste von unten. Hier zum Beispiel kann man das hier hochziehen. Dann kommt ein weiteres Fenster auf. Man sieht es so ganz leicht gerade. Genau, das ist dann jeweils von der Anwendung selbst implementiert, was man da haben möchte. Das zeige ich gleich noch ein paar Beispiele. Bleibe ich jetzt erstmal hier. Wie man jetzt, viele wissen alle, was Scopes sind im Ubuntu-Kontext. Im Ubuntu-Phone-Kontext, meine ich. Nein? Gut. Hätte auch sein können. Das sind nämlich diese Scopes, ist der Ansatz von Ubuntu, und eben einen Unterschied zu machen, wenn man jetzt eben das Telefon bedient. Das ist jetzt zum Beispiel eine Scope. Man sieht jetzt relativ weit oben, dass da vier Pünktchen sind. Und ich befinde mich gerade auf den ganz äußerst linken Pünktchen. Kann man vergleichen mit den Homescreens unter Android oder iPhone oder was weiß ich. Ich meine, hier habe ich jetzt einfach im ersten Scope nur die Anwendung. Ist jetzt nichts Besonderes. Das sind jetzt einfach nur die Anwendungslauncher, die man halt hat. Der Unterschied macht dann halt nur, wenn man jetzt zu dem nächsten Scope wechselt, also Scopes sind dafür da, um verschiedene Informationen darzustellen, die gerade oder irgendwie nützlich sind. Das Blöde ist, ich habe ja gerade eine schlechte WLAN-Verbindung, weshalb das Ganze auch ein bisschen leckt. Deshalb wird hier zum Beispiel nur das Datum angezeigt und zum Beispiel die letzten Veranstaltungen, also Kalendertermine, die ich habe, oder die letzten Anrufe oder Nachrichten, da mir keiner Nachrichten schreibt oder anruft, steht da jetzt nichts. Da würde jetzt noch Wetter und sowas stehen, wenn er das halt alles aus dem Internet holen würde. Das Ganze ist halt dafür da, um halt, also unter dem Titel heute, also alles, was für heute relevant ist, steht zum Beispiel unter diesem Scope, was halt auch vorinstalliert ist auf allen Geräten, die im Moment verfügbar sind. Der Vorteil, den man dadurch jetzt quasi sieht, ist, dass man verschiedene Inhalte aus verschiedenen Quellen darstellen kann. Zum Beispiel gibt es hier noch eine zweite Scope, nämlich die Nearby Scope. Die sagt dann zum Beispiel, da geht es jetzt nicht um was es jetzt heute angeht, sondern das, was in der Nähe ist. Dazu kann ich gleich mal auch mal ein Bild zeigen, was da jetzt genau drauf ist.
weil ich hier jetzt kein Internet, weder Internet noch findet er hier eine Location drin. Da zeigt er so an, was jetzt gerade in der Nähe ist. Ich stand zum Beispiel mit dem Smartphone in London und wollte jetzt wissen, was ist denn jetzt da vorne, was steht denn da vor mir? Muss ich das da einmal aktualisieren? Dann zeigt er mir so Sachen an wie die Flickr-Fotos, die jetzt hier in der Nähe sind, oder die Wikipedia-Artikel, die in der Nähe sind, oder auch Restaurants, die in der Nähe sind. Wenn ich also Hunger habe, kann ich gucken, oh, wo gibt's denn hier das nächste Restaurant, kann direkt die Preise checken oder halt auch die Preise und die Öffnungszeiten halt checken. Ist ein nettes Feature und ich gucke mal, ob ich das hier drin habe. Na genau, von der Nearby Scope fehlt mir natürlich ein Screenshot. So, und was das, worum es halt darum geht, dass man aus verschiedenen Quellen verschiedene Informationen darstellt. Bei Nearby Scope ist es zum Beispiel so, dass es aus Yelp, aus Wikipedia, aus Flickr überall her Informationen rauszieht. Die Scopes sollen quasi den Unterschied machen, wie man jetzt das Handy bedient. So ist zumindest die Idee von Canonical. Letztendlich ist es noch nicht so gut umgesetzt. Ich sollte mal eine andere Folie machen. Ups. Letztendlich ist das Ganze noch nicht so weit fortgeschritten, so dass es wirklich einen Vorteil davon macht. Wer jetzt Google Now kennt oder nutzt, da werden zum Beispiel, ist zum Beispiel ein ähnliches Konzept, wo es halt darum geht, Informationen darzustellen, die aus verschiedenen Quellen halt gesammelt werden. Hier ist es auch, mit dem Unterschied, dass es halt auf den Homescreens direkt ist. So, jetzt muss ich warten, bis es da ist. Ja, ich sage jetzt mal ein paar andere Scopes, die es noch gibt, zum Beispiel eine Fotoscope. Das zeigt dann so nicht nur die Fotos an, die auf dem Handy installiert sind, sondern auch so Sachen wie aus Flickr, Facebook, Instagram oder was es sonst noch alles gibt. So theoretisch bald soll wohl auch noch so eine Twitter Scope geben, weil man will ja nur die Informationen aus Twitter haben, vielleicht auch mal was tweeten oder sowas. Dann kann man einfach diese Scopes nutzen. Vorteil ist halt, dass die ganzen direkt dargestellt werden und relativ einfach funktioniert. Nachteil im Moment ist noch, dass die Sachen noch ein bisschen langsam sind, noch ein bisschen hakeln, wenn man zwischen den Scopes wechselt. Wer es später mal angucken möchte, der kann zum Ubuntu-Stand kommen. Das wird dann ein bisschen besser darstellbar sein, als es jetzt gerade hier möglich ist. Fragen zu Scopes bis jetzt? Ja? Kann man die auch manuell aktualisieren oder muss man darauf warten, bis sie sich von selbst aktualisieren? Du kannst Scopes manuell aktualisieren, indem du einfach eine Wischgeste nach unten machst, um das zu aktualisieren. So, ich glaube, das ist stehen geblieben. Ich muss das mal... Wer sich gerade fragt, wie ich das hier genau mache, dadurch, dass halt ein normales Ubuntu unten drunter läuft, habe ich einen Vorteil, dass ich normale Ubuntu-Tools halt nutzen kann. Es gibt zum Beispiel, da hier Mir läuft als Display-Server, gibt es ein Tool Mir Screencast, wo ich das dann in Netcat schiebe, was ich dann wieder am Laptop raushole und dann mit M-Player darstelle. Das ist eigentlich relativ cool. Dadurch kann ich das, wo ist denn das jetzt? Nee, es will irgendwie nicht mehr. Nun gut, gehe ich zu dem nächsten Punkt über, nämlich, oder hatte ich die Frage, hatte ich beantwortet, ne? Genau, gehe ich zum nächsten Punkt über, nämlich Geräte und Märkte, also welche gibt es und welche sind, welche wird es noch geben oder auch nicht. Das hier ist das BQ Aquarius E4.5, das ist das erste Telefon, was verfügbar ist, das habe ich auch hier. Letztendlich nur kurz, ich gehe jetzt kurz noch auf die Daten ein, nämlich 4,5 Zoll Display, relativ geringe Auflösung, hat einen Quad-Core-Prozessor von MediaTek, nur 8 GB Speicher, aber es lässt sich wenigstens mit einer Micro-SD-Karte erweitern, die man hier zum Beispiel oben reintun kann. Man hat auch noch Dual-SIM, die man an der Seite eben reinschieben kann und mit einem Preis von 170 Euro ist es noch relativ erschwinglich.
Das kam im Februar, konnte man es bestellen. Ich glaube, im März wurde es dann ausgeliefert. Ich habe es seit Anfang Februar bekommen. So, das Nachfolgemodell oder das, der größere Bruder vom E4.5 ist das E5. Wie der Name schon sagt, ist es 5 Zoll groß. Das hatte ich auch für 2 Wochen mal getestet, muss es dann aber wieder zurückschicken. Das durfte ich also nicht behalten. Ist genau dieselbe CPU, 16 GB Speicher, leicht veränderte Kameraauflösung, beziehungsweise ein bisschen bessere Kamera, kostet aber allerdings nur 200 Euro. Wer überlegt, ob man sich jetzt, und wer nicht so viel Geld ausgeben will und ein Ubuntu-Phone holen will, da würde ich dem, würde ich das Telefon empfehlen, eben weil das Display immer deutlich besser ist, also ein bisschen größer und besser ist und nur 30 Euro mehr kostet. Das dritte Telefon ist auch das teuerste mitsamt mit 300 Euro, das Meizu MX4, das ich halt eben hier habe. Das gibt's glaube ich nur in Weiß und in Gold, glaube ich. Und ich habe es in Grau. Gibt's auch nur in... Bitte? Das gibt's auch nur mit 16 GB Speicher. Ich habe zum Glück 32 GB. Leider keine Micro-SD-Karten-Slot drin. Und man hat auch nur eine SIM-Karte. Falls jemand noch Fragen hat, wie das mit dem Dual-SIM genau funktioniert, man kann relativ einfach umwechseln, sowohl beim SMS schreiben, als auch beim Datentarif, als auch beim Anrufen, von welcher SIM man jetzt was nutzt, was es relativ gut ist. Im Gegensatz zu den anderen beiden Handys hat das jetzt auch noch 2 GB RAM und ein sehr tolles Display. Das ist bis jetzt das beste Display, was ich gesehen habe. Ein bisschen mehr als eine Full-HD-Auflösung, auch relativ groß und hat auch eine gute Kamera, um Fotos zu machen, wobei da im Moment noch ein paar, das könnte zum Beispiel auch 4K-Auflösung aufnehmen, theoretisch, nur unter Ubuntu geht es im Moment noch nicht. Ist ein offener Bug, der noch offen ist. Jemand Fragen zu den Geräten? Nein? Okay. Kommen wir jetzt mal so zu den technischeren Sachen. Das ist jetzt ein ziemlich großes Diagramm, um zu zeigen, wie das jetzt genau aufgebaut ist. Einige fragen sich, ja, ist denn das jetzt wirklich Ubuntu oder ist das Android mit einer Ubuntu-Oberfläche? Um es konkret zu sagen, es ist Ubuntu, es wird nur ein Android-Kernel verwendet, aber ohne diese ganzen Android, Java, Libraries, die verfügbar sind, die natürlich bei Android-Gerät viel ausmachen. Genau, da oben steht Linux-Kernel ist drin und also steht drauf und ist drin halt ein Android-Kernel, der auch Open Source ist. Was auch verwendet wird, das sieht man dann halt eben, hier sind vor allem, ist die Hardware-Unterstützung, die in Android verwendet wird, also vor allem die Treiber. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Treiber für Smartphones halt einmal nicht frei sind und nicht und halt nur für Android da sind. Und die Geräte, die es gibt, die drei Telefone, gibt es auch alle mit, gibt es halt alle auch mit Android, bisschen mit Android-Varianten. Und in dem Fall nutzt man halt die Android-Varianten und das ist auch gar nicht direkt im Systemaufbau so im Moment vorgesehen, dass man eigene Treiber hat. Das sind auch die Teile, die teilweise halt auch closed source sind, sondern sind irgendwelche Binärblobs, die da drin sind. Also wenn man jetzt fragt, ist Ubuntu Phone Open Source? Ja, aber bis auf die Gerätetreiber teilweise, vor allem halt so Mobilfunkchips, die sind in der Regel eher nicht Open Source, auch um so ein paar Sachen, weil es auch gefährlich sein kann, wenn man jetzt Mobilfunkmäste irgendwie stören könnte. So, diese ganze Hardware-Architektur, die ganzen Hardware-Treiber, die werden über Libhybus angesprochen und dann ist halt der Rest alles normales Ubuntu. Es ist Unity 8 installiert auf dem Desktop, wer Ubuntu auf dem Desktop nutzt, der hat noch Unity 7. Unity 8 kommt auch noch auf dem Desktop, aber nicht vor 16.04, also eher 16.10 wahrscheinlich. Frühestens, dann läuft dann auch der Display-Server Mir drauf, also nicht mal der X-Server. Und dann hat man auch dasselbe Ubuntu, was man auf dem Telefon hat, vom Look and Feel, auch auf dem Desktop. Weil im Moment ist es halt nur auf dem Phone optimiert. So, genau, und das Ganze läuft dann halt eben mit Qt Ubuntu und darunter gibt es eigentlich fast nur noch die Anwendungen, die laufen. Ein bisschen vereinfacht ist diese
Grafik, nämlich unten Linux-Kernel, darüber die Ubuntu-Plattform, also alle Ubuntu-Tools, Unity 8, Qt und Application Services quasi darüber. Und das sagt auch schon teilweise aus, wie jetzt die Anwendungen zum Beispiel implementiert sind. Das ist alles in Qt bzw. QML implementiert, also nichts mit Compiz und auch nichts mit GTK, also zumindest das System selbst. So, und darüber halt Apps und Scopes, die man sich installieren kann und die Shell, also die normale Benutzerführung. So, da stellt man sich so die Frage, ja, was ist denn da jetzt alles drin? Es ist fast derselbe Kernel, also auf dem Meizu ist das zum Beispiel der Linux-Kernel 3.10, aber halt der Android-Kernel. Es sollen noch dieselben Plattform-Services drin sein, als auch dieselbe Unity-Shell, was im Moment noch nicht der Fall ist, dadurch, dass die Entwicklung noch nicht parallelisiert wurde. Das ist das langfristige Ziel, ist halt auch, dass halt überall da, wo Ubuntu ist, dasselbe Ubuntu auch zu finden ist. Dasselbe Paketarchiv ist drinne. In dem Falle, dass ein paar Tools, die vorinstalliert sind, die sind auch im Forum verfügbar. Also so Editoren wie VI oder sowas. Man kann aber nicht per apt-get oder per dpkg Pakete installieren, beziehungsweise im Standard kann man das nicht. Das System ist komplett read-only gemountet, heißt, man kann jetzt nicht mal eben, also man sollte nicht irgendeine Systemdatei jetzt verändern, also man kann sie zwar verändern, indem man ein System ganz einfach wieder zum Schreiben mountet, da kann man da auch Änderungen durchführen, aber empfohlen wird das nicht. Allein dadurch, dass die Updates image-basiert ausgeliefert werden. Das heißt, es gibt immer ein großes Image, das dann aufgespielt wird, um die Updates eben auszuliefern. Vor 2 Monaten, ich glaube im Mai oder im Juni war das der Fall, dass dann gab es das System-Upgrade auf, beziehungsweise als, ich fange mal anders an, im April kam ja 15.04 WWF raus. Und viele kamen dann an, nee, warum ist denn das nicht auf mein Telefon? Das kam dann halt eben mit einem Over-the-Air-Update, was ungefähr alle 6 Wochen erscheint. Also Updates gibt es im Gegensatz zu Android alle 6 Wochen auf allen Geräten und auf allen gleichzeitig. Da fragt man sich dann, ja, wann kommt denn jetzt 15.04? Weil da steht ja als Basis drin 14.10. So, letztendlich war es dann so, kam dann halt ein paar Wochen später, kam dann ein neues Update. Kam eine Benachrichtigung, oh, ein neues System-Update verfügbar, war dann irgendwie 400 MB groß. Das hat er das ganze System innerhalb von 5 Minuten oder so aktualisiert auf das neueste Ubuntu, zumindest was drin ist. Es wird also aus demselben Paketarchiv gebaut. Man ist immer noch dieselben Versionen, die jetzt im Ubuntu-Paketarchiv drin sind. Man kann es aber nicht direkt nutzen. So, also man kann zwar immer noch read-mounten das System, um dann apt-get zu nutzen, aber durch ein Update könnte es wieder weg sein oder halt kaputt gehen. Deshalb ist das eher nicht zu verwenden. Was ich zum Beispiel mal gesehen habe, dass halt Leute so rumgefrickelt haben, dass man normale X-Anwendungen, wie zum Beispiel Thunderbird oder Fluxbox oder sowas, um halt auf dem Telefon zu installieren, haben die dann auch hingekriegt. Ist dann halt lustig, wenn man dann halt sieht, ja, man hat jetzt quasi einen richtigen Desktop mit Fluxbox halt eben installiert, aber mit den nächsten Updates wäre es dann halt komplett kaputt oder halt nicht mehr funktionsfähig und man müsste von vorne anfangen. Genau, was ebenfalls mit enthalten sind die neuen Technologien, die Canonical in dem Fall implementiert hat. So, wie ich kurz schon erwähnt habe, Mir wird verwendet statt X-Server. Die meisten sollten, glaube ich, diese Diskussion mitverfolgt haben. Für den Endanwender tut sich da jetzt nichts, ob da jetzt Mir, Wayland oder X dran steht. Zumindest merkt man davon ja nicht so viel, weil dann einfach nur alles dargestellt wird, wie man es haben möchte. Der Unterschied macht ist, wie man Pakete, also Apps, in dem Fall Apps oder Scopes installiert. Die werden bei Ubuntu von als Click-Packages verfügbar gemacht. Das heißt, man kann jetzt in den Store gehen, man kann dann eben und halt diese Click-Packages runterladen, die man einfach, wie man das von Android oder sonstigen App-Stores halt auch kennt. So, Dev-Pakete kann man halt dementsprechend nicht installieren. Application Confinement ist halt das Schlagwort, worum es halt darum geht, ob man jetzt welche Berechtigungen eine App haben kann. Bei Android halt klassisch der Fall, ja, bei der Installation erstmal alles abnicken von lad alle meine Daten ins Internet hoch, so in dem übertragenen Sinne. Bei Ubuntu Phone ist das nicht ganz so der Fall, weil dann fragt er immer nach, wenn er die Location haben möchte, fragt er nach hier,
Die App möchte deine Location haben, willst du es akzeptieren oder willst du es nicht akzeptieren? Ansonsten funktioniert es halt nicht. Genau, und das trifft dann halt auch andere Sachen zu, generell Internetzugriff, aber offen. Heißt, wenn jemand Internetzugriff will, dann kriegt er es auch eigentlich sofort. Da muss man jetzt nicht so viel machen oder drücken, weil er wäre nervig, wenn man bei jeder App drücken müsste, hey, ich möchte Internetzugriff, ich möchte Internetzugriff haben. Genau, Lifecycle Management ist noch das Stichwort, worum es darum geht, was mit den Apps passiert, wenn sie im Hintergrund sind. Im Moment ist es noch so, dass die Apps, also die Apps können keine Hintergrundtaske ausführen. Heißt, wenn man die einmal, wenn sie nicht mehr im Vordergrund sind, dann werden sie nur eingefroren, sie laufen nicht mehr. Das wirkt sich zum Beispiel dadurch auf, dass die Mail-App, die es gibt, die kann zum Beispiel keine Push-Notifications, weil er nicht im Hintergrund nachfragen kann, ob neue E-Mails da sind. Der Vorteil aus der Systemebene eben, dass eben der Akku nicht leer gesaugt wird, weil dann jede App halt irgendwas im Hintergrund macht. Nachteil ist eben, dass man halt zumindest noch keine Push-Notifications für E-Mail zum Beispiel haben kann. Wo das zum Beispiel nicht der Fall ist, ist bei Twitter oder, also es gibt Push-Notifications, aber nur echte Push-Notifications. Das unterstützen aber zum Beispiel Mail-Server nicht so wirklich. Wenn man also zum Beispiel als Messenger Telegram und so, nutzt, was man sich installieren kann, oder Twitter oder SMS oder alles, kommt natürlich alles als Push-Notification, dann kriegt man das auch sofort mit. Und deshalb kann man nicht direkt Apps im Hintergrund laufen lassen, was ein bisschen blöd ist. Da hoffe ich zumindest, dass es sich in nächster Zeit zumindest noch so besser, dass es mehr APIs gibt, damit die Programmierer auch mehr was machen können. So, dass man sich, was man, zum Beispiel bei Musik, wenn man natürlich auch, dass sie weiterläuft, das funktioniert zum Beispiel, weil es einen Hintergrundprozess gibt, der die Musik steuert, muss also nur das programmieren. Aber wenn es keine API dafür gibt, dann geht das natürlich nicht. Deshalb ist es im Moment halt noch so, ja, im Standby-Verbrauch zum Beispiel in Ubuntu Phone relativ wenig bis, ja, relativ wenig. Es macht aber im Hintergrund auch nichts. Dann verbraucht er natürlich auch nichts. Genau, App-Berechtigungen habe ich hier gerade schon erwähnt. Das sind halt immer Zugriffsbestätigungen, die man angibt, ob man jetzt eben den Zugriff gibt. Was noch der dritte Punkt ist, Content Sharing. Wenn man gibt ein Share-Menü, um den Inhalt zwischen Apps zu teilen. Also wenn ich jetzt ein Foto mache, dann kann ich von dem Foto dann halt nach zu anderen Apps teilen, also eine E-Mail anhängen, an Telegram oder an Twitter posten oder sonst was. Das geht also schon. Das ist auch relativ gut, aber das sollten die meisten, glaube ich, mittlerweile eh kennen, von zumindest wenn man jetzt irgendwie Android oder iPhone nutzt. Genau, kommen wir zum App- und Scope-Programmierung, also um das Thema, was jetzt genau, welche Technologien genutzt werden, um Apps oder Scopes zu verwenden. Letztendlich gibt es native Apps, gibt es zwei verschiedene Arten von, also entweder macht man QML, was auch Qt-basiert ist, oder halt HTML5. Jetzt wundert man sich vielleicht, HTML5 ist ja gar nicht so nativ. Es wird als nativ für die Plattform angesehen. Zumindest, wenn es eine echte HTML5-Anwendung ist. Es gibt zum Beispiel einige Spiele für die Plattform, was halt einfach HTML5-Spiele sind. Da merkt man jetzt nicht, ist das jetzt ein echtes Spiel mit C++ hinter oder ist das jetzt ein einfaches HTML5? Da sieht man als native Apps halt eben an. Was es auch gibt, was dann wiederum keine native Apps sind, sind Web-Apps, die dann letztendlich nur eine Webseite schachteln. Es gibt zum Beispiel von verschiedenen Webseiten, haben irgendwelche im Store eingestellt, dass man zum Beispiel, vorinstalliert ist zum Beispiel Facebook. Facebook ist vorinstalliert, Twitter ist auch vorinstalliert. Das Kapsel letztendlich nur, ist eigentlich nur eine Schachtel für die Webseite. Bei Facebook ist es zum Beispiel so, dass man hat da keinen wirklichen Vorteil von, ob man jetzt die Webseite aufruft oder die App öffnet. So haben es viele andere für irgendwelche Webseiten auch gemacht. Letztendlich ist das Store überflutet mit hunderten von Web-Apps, die letztendlich nur die Webseite schachteln und damit man halt einen Launcher hat, also einen Shortcut, was noch ein bisschen blöd ist. Es gibt aber auch echte HTML5-Apps, die sehen dann auch so aus wie QML-Apps vom Aussehen her, aber man sieht jetzt nicht, ob man spürt das jetzt nicht direkt, ob es jetzt HTML5 ist oder nicht. Und dann sind es wiederum native Apps.
So, kommen wir zum Scopes. Scopes ist ja das, was Sie gesagt haben, um eben verschiedene Daten darzustellen. Also eben auf diesen Homescreens quasi. Im Moment gibt es da C++ und Go als Programmiersprache. JavaScript ist auch auf dem Weg. Da werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Programmiersprachen kommen. Und worum es darum geht, ist halt, dass man halt wirklich einfach, dass man nicht für jede Sache eine App braucht, eine eigenständige App braucht, sondern es reicht auch reicht, wenn man einen Scope hat. Es gibt zum Beispiel auch eine Amazon Scope, auch als Web, als App, als auch als Scope, wo man halt suchen kann und dann fragt halt nicht nur nach Amazon ab, wenn man jetzt die Shopping Shopping Scope hat, sondern auch irgendwie eBay oder sowas. Was natürlich praktisch ist, wenn du gleich mehrere Quellen halt durchsuchen kannst. Um wenn ihr jetzt denkt, hey, ich will auch so eine Scope haben, ich habe ja so eine Webseite, es gibt ein Scope Creator Tool, womit man zum Beispiel RSS-Feeds und Twitter-Feeds zum Beispiel einlesen kann, um es darzustellen. Kannst du zum Beispiel schon sagen, man hat jetzt eine eigene App, auch wenn es eine eigene Scope meine ich. Letztendlich werden aber nur aus dem Twitter-Feed oder aus dem RSS-Feed dann die Daten abgeholt, um die Infos halt eben darzustellen. Genau, was ist alles möglich mit dem Toolkit? Das Ganze wird alles noch weiterentwickelt, also und da fehlt wohl noch einiges. Man könnte zum Beispiel das ist ein Tippfehler, das UI-Toolkit ist halt eben QML und HTML5 verfügbar. Man sieht da jetzt, ja, wie ich gerade erwähnt, man sieht da keinen großen Unterschied. Was halt wichtig ist, es gibt größenabhängige Layouts. Da ist jetzt auch der Fall, wenn man jetzt ein Smartphone hat oder einen Desktop hat, dann soll es natürlich so angepasst sein, dass der Desktop jetzt kein großes Smartphone aussieht, in dem dann die Buttons viel zu weit weg sind oder sowas. Es macht natürlich keinen Sinn, eine Liste zu haben, die so breit ist. So, dass man halt eben größenabhängige Layouts hat, dass man halt so ein Menü darstellen kann oder auch andere Sachen darstellen kann, um halt den Platz viel besser zu nutzen. Das ist insbesondere deshalb sinnvoll, um bald dann auch das Smartphone an den Desktop-Rechner dann anzuschließen, also am Monitor, um dann eben die Apps, die auf dem Phone laufen, auch auf dem Desktop nutzen zu können. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Was man auch machen kann, ist halt eben WebView nutzen. Genutzt wird Oxide, was letztendlich Chromium nutzt, um Webseiten darzustellen, um eben die HTML5-Engine davon zu nutzen. Und ja, ansonsten gibt es auch noch so Sachen wie Download Manager, was halt Sachen downloadet, oder eine Datenbank, die man nutzen kann, oder die Online-Accounts. Online-Accounts ist auch relativ praktisch, wenn man jetzt, man kann zum Beispiel eben die Google-Apps, also sein Google-Konto angeben und sich dann einloggen und Apps können dann direkt das Google-Konto verwenden, ohne dass man sich jetzt bei jeder App neu einloggen muss. Genau. So, Zukunft und Conversions. Die grundsätzliche Idee ist, wäre auch vor 2 Jahren ungefähr, gab es ja auch mal diese Indiegogo-Kampagne von wegen so, hier ist ein Ubuntu Edge, das Phone. Das kann man am Bildschirm anschließen und mit Tastatur und Maus verbinden und dann habe ich einen vollwertigen Desktop. So, das ist die Idee dahinter, so dass du dein Smartphone eben auch als PC nutzen kannst, als vollständig. Was jetzt zum Beispiel nicht, das geht jetzt noch nicht. Also viele hatten sich beschwert, so hey, das wurde doch damals so groß beworben, warum geht das noch nicht? Geht noch nicht, ist richtig, es ist aber halt auf der Roadmap. Und das ist halt eben die Zukunft von der Sache. Eben, dass du halt eben, Maustastatur am Bildschirm anschließen kannst. Das geht zum Beispiel in den jetzigen dreien noch nicht. Das geht in zukünftigen Geräten, wird das gehen. Und das aber so optimiert ist, dass man jetzt dass das nicht lästig ist. Im Wehranfall legt man halt in eine Dockingstation und man hat dann, kann dann normal weiterarbeiten. Man hat seine normalen Anwendungen, die man auf dem Telefon hat, auch auf dem Desktop. Man könnte dann theoretisch immer noch die Desktop-Anwendungen starten, wenn sie installiert sind. Da wird man das sehen, wie das genau gelöst wird, weil man ja dann nicht unbedingt Desktop-Anwendungen, die zwar auf dem Phone laufen, nicht auf dem Phone selbst darstellen lassen will. So, genau, dann geht es halt darum, den normalen Ubuntu-Desktop zu genießen. Genau.
Aber da, das Ganze ist halt noch alles mehr so die Idee, teilweise in Entwicklung, und das ist halt alles nicht so einfach. Der aktuelle Stand sieht halt mehr da so aus, dass man, wenn ich jetzt das Smartphone mit einer Maus, mit einer Bluetooth-Maus oder mit einer USB-Maus verbinde, dann wechseln die Apps in den Fenstermodus. Das sieht dann relativ lustig aus, wenn man auf so einem kleinen Display dann halt plötzlich Fenster erscheinen sieht. Man hat aber zum Beispiel noch keinen Mauszeiger drauf. Also man sieht keinen Mauszeiger. Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man eine Maus bedienen will. Nur das ist halt so die Anfänge dafür, um es halt eben auf dem Desktop zu nutzen. So, und zum Beispiel gibt es auch noch keine Unterstützung von externen Monitoren. Das hängt einmal mit den Geräten zusammen. Die Geräte müssen das unterstützen. Es gibt ja verschiedene Standards, irgendwie MHL, SlimPort. Ich glaube, so Nexus 4 unterstützt das zumindest, dass dann gespiegelt wird. Aber man will es ja als externes Display dann halt nutzen und nicht nur als Spiegel vom Smartphone. So, und die Hardware soll es auch unterstützen. Das Meizu MX4 hat zwar eine ziemlich potente Hardware mit 8 Kernen, aber da passiert jetzt nicht so, das unterstützt halt kein externen Monitor, was ein bisschen blöd ist. Dementsprechend kommen vom spanischen Hersteller BQ, das auch die ersten beiden Ubuntu-Phones hergestellt hat, bringt dann das erste vorläufige Convergence-Device raus, was man dann wirklich am Display anschalten soll. Die planen zwar, die erste Roadmap ist wohl gedacht, dass im Oktober wohl schon das rauskommen soll. Ich glaube nicht, dass es bis Oktober der Fall sein wird. Ich glaube eher, dass es so im Dezember der Fall ist, wenn überhaupt. Und es wird aber noch nicht komplett feature-complete sein, wie man es erwartet. Also es wird auch nur das erste Gerät sein, was es unterstützt, und mit späteren Updates wird es dann auch verfügbar sein. Muss dann gucken, wie dann die Hardware genau aussehen wird. Das weiß man noch nicht. Soweit ich das weiß, wird es ein 5,5 Zoll Display haben und auch potente Hardware, also irgendwie so ein Octa-Core MediaTek-Prozessor wahrscheinlich, damit man auch genügend Kraft hat, um es halt auch auf dem Desktop zu nutzen zu können und halt eben irgendwie so wie 2 GB RAM, vielleicht auch mehr. Was bekannt ist, ist, dass es eine 64-Bit-CPU haben wird. Die aktuellen Smartphones von Ubuntu, die haben alle 32-Bit. Wobei zwar es eine 64-Bit-CPU sein wird, das System aber weiterhin als 32-Bit laufen wird, zumindest vorerst. Genau, jetzt hätte ich eigentlich, oh, ich bin schnell durchgekommen, Fragen. Genau, also ich habe hier ein Telefon, nämlich das BQ, ich habe hier das Meizu, hier habe ich noch ein Android-Telefon. Hauptsächlich nutze ich meistens noch das Android-Telefon, aus gutem Grund eigentlich. Also ich finde die Ideen gut bei Ubuntu Phone. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich die Dinger geschenkt gekriegt habe. Es ist aber noch nicht so weit, dass ich es für den Alltag nutzen könnte oder wollen würde. Dafür nutze ich Smartphones doch zu intensiv. Wenn ihr euch jetzt überlegt, so ein Ubuntu Phone zu kaufen, muss man erst mal gucken, was macht ihr damit? Also was ich zum Beispiel mit meinem Android-Telefon mache, ist zum Beispiel E-Mails als Push-Notifications, finde ich zum Beispiel relativ wichtig. Einige Sachen will man halt schnell haben oder dass halt irgendeine Anwendung im Hintergrund irgendwie laufen können. Ich höre Podcasts zum Beispiel, gibt es eine Podcast-App gibt es auch für Ubuntu Phone, das ist nicht das Problem. Eine E-Mail-App gibt es ja prinzipiell auch. Push braucht man nicht unbedingt, aber Ubuntu Phone laggt halt an einigen Stellen halt noch ziemlich. Abstürze hat es eigentlich nicht, aber so ein paar Sachen sind halt immer noch so, die ganzen Kinderkrankheiten sind da noch drin. Was ist da zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man zwischen den Scopes wechselt, ist das zum Beispiel relativ langsam, weil er gleichzeitig immer versucht, die Daten neu zu laden. Dann beansprucht er die Internetverbindung natürlich nochmal, und manchmal scheint es mir so, als wenn die Entwickler da nur in ihrem Zuhause direkt neben dem WLAN-Router entwickeln. Weil man dann halt so, ne, man muss halt auch mal ein bisschen rausgehen und das testen. Das merkt man dann halt an einigen Stellen, dass es halt eben dann doch ein bisschen langsam ist. Manchmal kriege ich halt Telegram, nutze ich zum Beispiel als Messenger häufig. Also mit ein paar Leuten zum Beispiel. Das Problem da ist dann wiederum nur, wenn bei beiden
eine Nachricht reinkommt, greife ich immer noch trotzdem zu dem Android-Phone, auch wenn ich das Ubuntu nehmen könnte, weil zum Beispiel die Tastatur ist zum Beispiel noch nicht ganz so gut, also die ist noch, funktioniert relativ gut, aber die automatische Wortvervollständigung funktioniert zum Beispiel noch nicht so. Ich wische gerne über die Tastatur, das kann ich bei Ubuntu Phone auch noch nicht. Mal sehen, ob das kommt. So Sachen wie Copy-Paste gibt es zum Beispiel, funktioniert aber nicht ganz so gut, das wird wohl noch komplett ersetzt, also Copy-Paste zwischen Anwendungen natürlich. So, dass man zum Beispiel, wenn man eine Web-Anwendung hat und da was rauskopiert, dann kann man die nicht woanders reinsetzen. Was natürlich blöd ist, weil einige haben dann irgendwie LastPass oder sonstigen Online-Passwort-Service, können die da zwar darstellen, aber können es dann halt nicht irgendwo anders copy-pasten und dann reinpasten halt eben. Was gibt's noch? Ja, ich meine so andere Messenger, die es zum Beispiel gibt, auch mit Freunden, so WhatsApp gibt's zum Beispiel nicht. Das fragen ja auch sehr viele, ja, wenn WhatsApp gibt's, dann kaufe ich mir ein Ubuntu Phone. Ich nutze WhatsApp selbst kaum, auch wenn ich's habe. Was ich weiß, ist, dass die vor ein paar, dass sie zumindest miteinander reden, also WhatsApp mit Canonical. Und dass es vor kurzem wohl auch schon irgendwelche Meetings gegeben haben soll. Aber es gibt noch keine Entscheidung, ob da jetzt WhatsApp kommt oder nicht. Ich gehe davon aus, weil WhatsApp eigentlich auf vielen Geräten, wie zum Beispiel auch Tizen oder sowas verfügbar ist, dass früher oder später kommen wird. Auch wobei das alles noch abhängig davon ist, wie viele Leute jetzt Ubuntu Phone jetzt wirklich nutzen. Ich meine, ich weiß so ein bisschen, wie viele Leute das jetzt ungefähr wissen. Also ich habe das mal mit ein paar anderen Leuten besprochen, um zu gucken. Offizielle Verkaufszahlen gibt es nicht. Man kann es aber, wenn man mit App-Entwicklern redet, die können dann wiederum in deren online nachgucken, wie viele Leute jetzt ihre App runtergeladen haben. Und deshalb gehen wir im Moment davon aus, dass es ungefähr 20.000 Leute sind, die sich so ein Ubuntu Phone gekauft haben. Und ich habe auch schon mal jemanden in der Bahn gesehen, der ein Ubuntu Phone hatte. Und er war nicht ich. ich muss gerade noch überlegen. Hast du denn noch irgendwas, was du jetzt unbedingt haben möchtest? Auf dem Ubuntu-Forum zum Beispiel. Ich frage mich, warum man nicht erst einen Test rausgebracht hat. Also die Funktionen, die da sind, auf ja. Dem Telefon ja super. Nur auf dem Telefon eigentlich kann ich nicht gebrauchen. Genau, also ob man, du würdest jetzt zum Beispiel ein Tablet haben wollen. Das würdest du eher kaufen als ein Smartphone. Genau. Ja, Tablet gibt es ja auch. Also es gibt Images fürs Nexus 7 und fürs Nexus 10. Ich habe selbst nicht ausprobiert. Letztendlich kannst du es zwar nutzen, aber es gibt auch noch keine Hardware. Als ich zuletzt gefragt habe, wie es denn aussieht, hieß es nur, es gibt noch kein Tablet, ist am Horizont sichtbar. kommt einmal darauf an, irgendwohin muss man jetzt fokussieren. Die haben sich jetzt scheinbar für Ubuntu, für das Phone fokussiert. Aber halt nicht fürs Tablet. Und theoretisch, so BQ, die haben jetzt schon zwei Geräte rausgebracht, ein drittes kommt noch. Gehen jetzt auch dahingehend, das international verfügbar zu machen, während sie vorher nur in der EU kaufen konnte, kann man es jetzt weltweit kaufen, auch wenn man jetzt die Frequenzbreiten nicht überall nutzen kann. Zum Beispiel in den USA gibt es kein Gerät mit Ubuntu Phone, was man da nutzen kann oder kaufen kann. Was eigentlich lustig ist, weil USA sind ja sonst immer die Leute, die zuerst bedient werden. Weil es dann, man hat halt nur 2G, was ein bisschen langsam sind, ist. Ja, Tablet gibt es halt kein serienmäßiges. BQ hat halt welche im Angebot. Ich würde es gut finden, wenn da was kommen würde, aber man wird es halt sehen. So, weiter. Yep. Nee, es gibt du kannst keine Hintergrundprozesse bei Apps. Also Apps können keine Hintergrundprozesse haben. Genau, also du. Also nochmal für den Stream, die Wiederholung der Frage ist, dass es ja total unnötig ist, wenn man, kurz gesagt, total unnötig ist, wenn man nichts im Hintergrund laufen kann. Ja, das ist auch so ein Punkt, der mich im Moment stört. Ich kann zwar, habe so ein Terminal, was ich mir installieren kann. Ich kann auch per SSH irgendwo draufgehen auf meinen Home-Server, aber sobald ich jetzt im Hintergrund schiebe, ist es weg.
Also ist die Verbindung abgebrochen. Oder wenn man, es gibt auch, irgendwer hat auch IRC-Clients, was halt übers, über Webview geht, drin. Fliegst auch sofort raus, wenn du drin bist. Ja, das ist doof. Du kannst aber, es gibt einen Open Store, der dann halt dafür da ist, um Apps zu, also du kannst Apps nebenläufig laufen lassen, aber die dürfen dann nicht in den Store rein. Es gibt einen Open Store, wo man so Sachen, ein paar Sachen anpassen kann, dann funktionieren auch E-Mail-Benachrichtigungen, aber es zieht halt auch den Akku ein bisschen leer. Und ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie das mit Java-Clients ist. Fände ich auch gut, das ist auch so ein Punkt, weshalb ich das zum Beispiel nicht, gut, Java nutze ich jetzt nicht auf dem Handy, nicht direkt, aber halt so, ja, also für mich ist es halt auch so ein Punkt, ja, ich hätte schon gern manchmal eine Verbindung nach außen, ohne dass es sofort abbricht. Ja. Ja. Das hier. OMX. Sie weiß es scheinbar, ich weiß es leider nicht. Kann ich nicht sagen, tut mir leid. Ja, das dürfte im Android Hardware Exception Layer drin sein. Ist mir aber. Bitte? LTE wird auf der Meizu unterstützt, ja. Also ich habe selbst keinen LTE-Tarif, habe es nicht ausprobiert, aber es funktioniert, ja. Das funktioniert sogar in den USA, aber man kann es da leider nicht kaufen. weiß ich gerade nicht. Könnte man nochmal nachprüfen. Wenn ihr später zum Ubuntu-Stand kommt, können wir nochmal nachprüfen. Die Frage gibt es auch häufig, ob man Android-Apps irgendwie installieren kann oder ob das geplant ist. Punkt ist, es ist nicht geplant, beziehungsweise auch nicht so wirklich gewollt, weil wenn man jetzt, also die Begründung, das hatte ich auch gefragt, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es keine Android-Apps, dass man sich keine Android-Apps installieren kann. Bei Jolla geht das ja, glaube ich, dass man Android-Apps installieren kann. Letztendlich läuft man einmal, gibt es mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Einmal, immer wenn Google eine neue Version rausbringt, muss Canonical dahinter arbeiten und immer die APIs nachrüsten, die man jetzt braucht. Zweiter Punkt ist, die Google Services werden häufig verwendet, und also von vielen Apps verwendet. Die funktionieren da auch nicht, weil die Closed Source sind. Dementsprechend fallen ein Großteil der Apps schon raus. Drittens ist es schon sehr aufwendig, das alles nachzuprogrammieren und statt es halt auf so zu machen, dass man das eben alles aufwendig nachprogrammiert, achtet man halt mehr drauf, dass man die eigene Plattform so stärkt, dass man ein Ubuntu, dass man halt eben echte Ubuntu-Apps installiert, die dann halt eben auf dem Desktop halt normal laufen. Das Problem ist nämlich, dass man zwar, dass halt darum geht, bei Jolla zum Beispiel, gut, ich habe jetzt kein Telefon davon, kann es dazu also gar nicht direkt sagen. Ich weiß nur, dass die letztendlich nur hinterher dran sind, um die Kompatibilität zu gewährleisten, aber kaum an ihren eigenen Anwendungen, eben an ihren eigenen SDK dann weiterarbeiten, was natürlich blöd ist, weil letztendlich stellt man sich die Frage, ja, warum soll ich ein Ubuntu-Phone holen, wenn man da Android-Apps installieren kann, dann kann ich doch gleich ein Android-Phone kaufen, ist auch billiger und ein bisschen besser und sowas halt. Und deshalb wird das halt nicht gesehen. Von daher finde ich es nicht verkehrt, dass man das nicht unterstützt. So, 10 Minuten noch, ja. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich Kalender und Kontakte mit Umschlag nicht synchronisieren konnte. Und dann habe ich aber einfach Konto. Also was geht da so? Ja. Also zum Beispiel, was Kalenderpunkt angeht noch, das kann man noch sagen, ist, wenn man jetzt zum Beispiel OwnCloud verwendet, verwende ich auch. Leider lassen sich die nicht im Standard mit synchronisieren, mit Ubuntu Phone. Da kann man leider nur per Google synchronisieren. Das wird aber wohl
in Zukunft nachgereicht. Mit dem übernächsten Update soll das wohl geplant sein. Es gibt aber noch ein paar Kommandozeilen-Tools, die man ausführen kann, um dann mit OnCloud zu synchronisieren. Die muss man dann halt eben mit dem Cronjob halt irgendwie ausführen. Das habe ich aber nicht gemacht, das war mir dann doch zu blöd. ja. Ja. Wie sieht das denn beim Wechsel von einem Handy zum anderen aus? Sind dann alle Einstellungen manuell nachziehen oder wird das jetzt? Also du fragst jetzt, ob es ein Migrationstool gibt quasi, um vom ersten Handy aufs zweite zu gehen. Es gibt, soweit ich weiß, kein Tool. Ich hätte es auch gebraucht, als ich vom ersten aufs zweite gegangen bin. Was man, glaube ich, machen kann, ich habe es nicht ausprobiert, ist, die ganzen Sachen liegen im Home-Verzeichnis, dass man die Dateien rüberschiebt. Aber man muss sie, glaube ich, trotzdem noch händisch installieren. Also es gibt kein direktes Tool, um zu migrieren. Aber das kriegt ja selbst Google nicht hin. Ja. Und dann widerspricht sich das ganze System meiner Meinung nach. Da sind bestimmte Dinge vorinstalliert, da weiß ich gar nicht, wie ich die deinstallieren kann. Ja. Wenn ich dann so sehe, dass ich zum Beispiel bei den Browsern keine Einstellungsmöglichkeiten habe, Cookies zu verwalten, Skripte zu verwalten und so weiter, dann habe ich da mal ein Problem. Dann denke ich, dann geht das schon ein bisschen arm. Ja, also. Privacy-Einstellung ist eher gering. Es ist halt eben Amazon und sonstige Apps, Google-Apps zum Beispiel auch alles vorinstalliert. Die kannst du auch loswerden, wenn du, glaube ich, lange auf den Launcher-Button drückst. Nicht alle? Wüsste ich, kann sein, ja. Also es ist kein Handy für Datenschützer. Wie leider alle anderen Plattformen auch. Aber ja, ist ein valider Punkt, soweit privaten Modus beim Browser gibt es auch erst seit einem letzten Update, glaube ich. Und so einige Sachen kann man halt noch nicht. Das wird hoffentlich dann alles. Wenn ich mich jetzt hinsetze und über die Shell anfange, das zurechtzubiegen zum Beispiel, dann mag ich vielleicht da hinkommen, aber beim nächsten Update ist wieder futsch, das ist wieder auch gegangen. Ja. Ja, ist ein valider Punkt, ja. So, noch Fragen? Für welche Hardware? Ja, also ich dachte auch, dass ich Windows 4 würde ich mal ganz gerne auf dem Ubuntu. Also Ubuntu Phone gibt es nicht nur auf diesen drei Geräten, die ich vorgestellt habe, sondern auch auf dem Nexus 4 auch. Das ist ein offiziell unterstütztes Entwicklergerät. Also du kannst ein Image laden und installieren. Sind ein paar Befehle, die du ausführen musst, meine ich, um das zu flashen. Ich habe das selbst, glaube ich, auch einmal gemacht, aber damit kann man auch die Entwicklung alles nachverfolgen, was jetzt genau läuft und wie das funktioniert. Interessanterweise, obwohl die Hardware vom Nexus 4 besser ist, zumindest auf dem Papier, als auf dem BQ, also auf dem günstigsten BQ, läuft das vom BQ immer noch flüssiger als auf dem Nexus 4, weil da die Hardware-Unterstützung scheinbar irgendwie doch besser geregelt ist. Also ja, die beiden BQs und das Meizu, sondern auch Nexus 4, Nexus 7 2013 und Nexus 10 als Entwicklergeräte. So, noch Fragen? Keine? Ja? Ja. Ja. Genau, gibt es ordentliche zeitliche Roadmap für das Convergence-Device? Oder? Du willst genau ein Gerät haben, was du. Ja. Also ich kann jetzt nur dazu sagen, dass wohl mit 16.04, also ja, ein bisschen weniger als ein Jahr geplant ist, dass man halt so ein Gerät hat mit allen möglichen Features.
Aber ob das jetzt, wie das jetzt genau aussehen wird, ist halt die Frage. Weil ich tippe eher darauf, dass es noch ein bisschen dauert, weil man dann eh noch Kinderkrankheiten noch drin sind und alles Mögliche. Naja, wenn man das als, das wird man noch sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also du kannst zwar, wenn du es als Desktop-Ersatz hast, hast du da aber immer noch kannst du da immer noch keine Debian-Pakete installieren. So hast du halt eben die Plattform, es bleibt immerhin weiterhin Ubuntu Phone, beziehungsweise ein paar Leute haben, glaube ich, meinen vorherigen Vortrag Snappy Ubuntu angehört, der noch ein paar Verbesserungen hat, also die Weiterentwicklung von Ubuntu Phone als Foundation halt eben ist, du hast halt ein anderes Paketsystem drunter und dann wird man dann sehen, wie weit die zum Beispiel dann irgendwie Sachen wie Firefox, Thunderbird dann umpaketieren, dass es dann auch verfügbar ist. Aber dann hast du die halt als Snap-Paket halt eben installiert und nicht eben als Deb-Pakete, weil Deb-Pakete kannst du halt nicht installieren. Und das wird auch früher oder später wird es komplett rausfliegen, heißt, da kann man dann auch nicht mehr so viel machen. So, noch Fragen? Genau, also im vorherigen Vortrag habe ich eben gesagt, dass früher oder später wahrscheinlich ein Desktop-Image da sein wird, was auch stabil ist, wo die Basis eben nicht direkt mehr ein Debian-basiertes Ubuntu ist, sondern halt ein Snap-basiertes System, also ein Snappy-basiertes System, wo man halt eben alle Abhängigkeiten in der App selbst mitliefert, was auch bei Ubuntu Phone der Fall ist. Das wird letztendlich dann, wenn man mehrere Anwendungen installiert hat, dann schon dicker werden von der, also auf dem Dateisystem. Einerseits blöd, andererseits behaupte ich jetzt mal, auf dem Desktop hat man zumindest schon relativ viel Platz, auf dem Telefon leider nicht. Ja, es ist halt ein valider Kritikpunkt, dass es halt eben ja Platz, also viel Platz verwendet. Gut, noch irgendeine letzte Frage? Nein? Gut, dann gehe ich mal auf die letzte Folie. Genau, die Folien finden sich noch auf GitHub, ist da. Well.